Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Ja, ich habe die Quest, die wir beim letzten Mal, ich glaube im Epos hatten, nochmal zu Ende gemacht. Ich habe es jetzt nur noch nicht abgegeben. Wir sollten ja irgendwelches Flusskraut sammeln und verschossene Pfeile von Orks. Verschossene würde man meinen, die liegen irgendwo rum, aber man musste Orks besiegen, um sie zu bekommen. Habe ich gemacht. Wir sollen das Ganze jetzt hier bei Irsa Sperrmaid wieder abgeben. Der Pfeile der Orks mitgebracht. Lasst sie mich sehen. Irsa schaut sich die Pfeile an, riecht an den Pfeilspitzen und verzieht das Gesicht. Ja, sie sind mit einem Gift versehen. Es reicht ihnen nicht, die Feinde zu verletzen und zu verstümmeln. Sie wollen sie auch von innen heraus angreifen. Mein Mann hatte euch gesagt, dass ihr Flutkraut sammeln sollt. Er hat also schon vermutet, dass Gift im Spiel ist. Denn mit dieser Pflanze könnten wir schon mehrfach das widerliche Gift der Orks neutralisieren. Aber es ist gut, dass wir es nun definitiv wissen. Er hat eure Vögel ins Haus gebracht. Geht zu ihm und sagt ihm, dass die Pfeile, die Orks verwendet haben, vergiftet waren. Genau wie er es vermutet hat. Sprecht mit Runderich Knotbart in seinem Haus. Es ist das Haus? Nee. Ich glaube, es ist das hier oben. Weil das ist ja seine Frau und die steht ja vor einem anderen Haus. Ein Heiler, na, das ist ja perfekt. Hat er die etwa ins Bett gelegt? Das gibt's ja nicht. Er hat die Krähen ins Bett gelegt. Die Raben, Entschuldigung. Wie niedlich. Gift. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ich habe etwas kochendes Wasser auf dem Feuer im nördlichen Zimmer. Gebt das Flutkraut hinzu und lasst es ein wenig ziehen. Das klingt, als wenn es Attilas ist. Vielleicht nennen die das hier einfach nur anders. Ihr habt doch das Flutkraut gesammelt. Gebt das Flutkraut im nördlichen Zimmer von Runeriks Haus in das kochende Wasser. Die liegen im Bett. Ist das lustig. Ah, Schmiede und Reliktmeister. Das ist nicht schlecht. Ich habe nämlich so viele alte, legendäre Sachen noch. Die wollte ich mal alle irgendwie neu schmieden. Nee, will ich nicht. Kannst du nichts mehr entdecken? Verfeinern. Oh, oh, oh. Zerlegen. Schwert des Schurken. Vielleicht mache ich das lieber nicht. So, Wassertopf. Bist du jetzt fertig? Schlepp Flutkrauttee beschafft. Du, ihr Klein. Ich werde den Raben diesen Tee verabreichen. Und mit etwas Glück wird er das Gift neutralisieren. Ansonsten habe ich alles für sie getan, was ich konnte. Mit etwas Ruhe werden sie sich hoffentlich voll und ganz erholen. Ich bin froh, dass ihr die Raben nicht einfach beiseite geschoben habt, als sie euch nicht mehr von Nutzen waren. Ich muss zugeben, dass ich von euch und euren zwergischen Begleitern Schlimmeres erwartet hatte. Na, vielen Dank. So, wir kriegen ein Kyras, also ein Rüstungsoberteil. Beweglichkeit, Vitalität, taktische Schadensreduzierung, Beweglichkeit, Vitalität, Finesse, kritische Treffer. Taktische Schadensreduzierung. Das hat mehr Vitalität, ne? Ach komm, wir nehmen mal das. Dachte ich zumindest, geht aber nicht. Wir sind immer so dermaßen voll mit allem Kram. Ich meine, ich wollte das hier jetzt loswerden, aber kann ich ja nicht mehr. Oder kann ich das auch da irgendwo abgeben? Dass ich solche Fertigkeiten beherrsche. Nö. Das sollte dir aber nicht sein. Wenn ihr eure Beobachtungsgabe einsetzt, könnt ihr leicht erkennen, ob jemand solche Fertigkeiten besitzt. Ich glaube sogar, dass es eine latente Fertigkeit ist, die ihr bereits besitzt. Irsa kann euch mehr darüber erzählen. Mein Gott, schon wieder irgendwas im Hals hängen. Seht die Hilfe, die sie euch anbieten kann, einfach als Gegenleistung dafür, dass ihr meinem Sohn wieder bei seinen Aufgaben geholfen habt. Na, ich sag ja, das ist sein Sohn. Ja, er hat mir erzählt, wie ihr euch im Kampf geschlagen habt und dass er sich gefreut hat, euch an seiner Seite zu haben. Meine Frau kam ins Haus, um mich nach dem Raben zu erkundigen. Ihr findet sie im anderen Zimmer. Sie kann euch sicher etwas beibringen. Sprecht mit Irsa. Okidoki. Hallo. Ihr wollt mehr über die Kunst des Einschätzens erfahren? Nee, ich dachte heilen, aber gut.
mit der ihr die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Personen erkennen könnt. Die Grundlagen zu erlernen ist nicht sonderlich schwer, aber es braucht etwas Übung, um ein Meister der Beobachtungsgabe zu werden. Es ist ganz wichtig, den Blick zu entspannen und jeden Aspekt der Person im Ganzen zu betrachten. Jedes Detail trägt etwas zu dem bei, was die Person ausmacht. Versucht es doch mal bei mir, Millimark. Schaut mich an und schätzt meine Fertigkeiten ein. Dann sage ich euch, ob ihr mit eurer Einschätzung richtig liegt. Okay. So markiert ist sie ja schon. Wir schätzen sie jetzt mal ein. Wenn ich sie mir so angucke, mit ihrem komischen Frisur und dem Gemälde im Gesicht, würde ich sagen... Versucht es noch einmal. Dann zeigen euch vielleicht Details auf, die euch beim ersten Mal... Gewandtheit, Beobachtungsgabe, ne? Hä? Komisch, ist das irgendwie, was kriegt man denn dafür? Ich verstehe das nicht so ganz. Egal. Irsa wartet geduldig auf eure Einschätzung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ihr betrachtet, was ihr herausfinden konntet. Irsa Sperrmalt, Beorninger aus Limlock. Gestaltwandlerin, Gestaltwandel 95, Beobachtungsgabe 90. Sie seufzt, als ihr berichtet, was ihr herausgefunden habt, aber mit einem Lächeln auf den Lippen. Ihr sagt, dass ich sehr geschickt im Gestaltwandeln bin. Wie kommt ihr denn nur darauf? Ich mache nur Spaß. Versucht es noch einmal, dann fallen euch vielleicht Details auf, die euch beim ersten Mal entgangen sind. Die Anzeichen sind stets da. Man muss sie nur lesen, zu lesen wissen. Schätzt mich noch einmal ein und konzentriert euch dabei. Was soll das? Was soll das? So. Irsa wartet geduldig auf eure Einschätzung und ihr betrachtet, was ihr herausfinden konntet. Also Gestaltwandel 95, Beobachtungsgabe 90, Widerstandsfähigkeit 80, Entschlossenheit 90, was auch immer das für Werte sein sollen. Sie nickt erfreut darüber, wie gut ihr euch angestellt habt. Das war sehr gut, Millimark. Und mit der Zeit und etwas mehr Übung werdet ihr noch besser werden. Versucht es doch auch einmal bei eurem zwergischen Begleitern. Wenn sie so sind wie andere Zwerge, die ich kennengelernt habe, wird sie eure Einschätzung ihrer Talente sicher interessieren. Zudem ist es bestimmt hilfreich, wenn ihr ihre Stärken und Schwächen kennt. Denn euch stehen mit Sicherheit noch viele Gefahren bevor. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr vielleicht meinen Mann mit euren neu entdeckten Talenten beeindrucken. Findet Leunen Limlock und schätzt seine Fertigkeiten ein. Hey, die tun so, als wäre das jetzt hier wirklich irgendwie eine Fähigkeit, die man machen kann und dann hat man was davon. Oder ist das etwa so, wenn ich das Emote auf irgendwen anwende? Das wäre ja cool. Hier unten ist schon mal klein. Und wir schätzen ihn mal ein. Ja? Welchem Umstand verdanke ich eine solche Aufmerksamkeit? Gloin, Held der einsamen Berge, Axtkampf 80, Feuermachen 95, Widerstandsfähigkeiten 90, Entschlossenheit 85. Aha, ihr übt euch in der Kunst des Einschätzens. Mein Vetter Balin konnte das sehr gut. Und Thorin hat sich oft auf sein aufmerksames Auge und seine Weisheit verlassen. Es ist traurig, was aus ihm geworden ist. Aus wem? Thorin? Der ist tot. Was aus Dvalin geworden ist? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ist der nicht irgendwo? Der ist doch im Thorins Halle, ne? Ihr solltet auch die anderen Mitglieder unserer Gruppe einschätzen. Fangt mit Imak an. Er ist so, glaube ich, am schwierigsten zu durchschauen. Findet Imak auf der Westseite. Was macht ihr da? Habt ihr was im Auge? Wahrnehmung, Geruch 90. Das ist doch was, das wissen wir ja sozusagen schon, dass er das kann. Was? Fallenbau 80, Widerstandsfähigkeit 95, Entschlossenheit 90. Ich nehme an, ihr seid beeindruckt von dem, was ihr seht, ja? Das Leben in den Gruben von Mordor war hart und nicht jeder Starkaxt hätte das Glück, den Ketten Saurons zu entkommen. Aber jene, die es geschafft haben, hat diese Erfahrung hart im Nehmen gemacht. So wie mich niemand, der nicht im Mordor leiden musste, wurde auf die gleiche Weise gestählt wie ich. Schätzt Venko ein, dann werdet ihr sehen, dass ich recht habe. Das ist natürlich kein Wettbewerb, aber ich bin neugierig, was ihr in ihm seht. Venko ist am Südeingang. Und was seht ihr in mir?
Axtkampf 60, Schwertkampf 75, Widerstandsfähigkeit 80, Entschlossenheit 80. Ja, ihr scheint ein Auge fürs Talent, für Talente zu entwickeln. Es stimmt, ich bin im Umgang mit Äxten nicht so geübt wie im Umgang mit Schwertern. Ja, und auch da nicht besonders gut. Das Schwert ist eine typische Waffe der Zellrucker. Wir nehmen auch Äxte, wenn sie zur Hand sind, aber wir bevorzugen sie nicht. Sollten die Langbärte ihre Äxte ruhig in den Himmel loben. Wir verwenden, was auch immer nötig ist, um den Sieg zu erringen. Ganz gleich, ob es ein Schwert, eine Axt oder ein Messer ist, schätzt Runrik Knotbart vor seinem Haus ein. Ihr erinnert euch an Irsas Worte und beschließt, als nächstes Runrik Knotbart einzuschätzen. Dann schauen wir mal, ob euch Irsa beigebracht hat, Leute richtig einzuschätzen. Was könnt ihr mir über mich sagen? Runrik Knotbart, Beorninger Anführer von Limlock, Gestaltwandel 95, Kräuterkunde 85, Widerstandsfähigkeit 85, Entschlossenheit 85. Ihr habt große Fortschritte gemacht, Millimark, ebenso wie die verletzten Raben. Ich freue mich, dass ich euch mitteilen kann. Mit genügend Ruhe werden sie sich vollständig erholen. Mein Wissen über Kräuter und eure schnelles Handeln waren wohl ihre Rettung. Dieses Flutkrauttee konnte das Gift vollständig neutralisieren. Eure Bereitschaft, den Raben zu helfen, hätte außerdem noch eine weitere Folge. Sie hat mich dazu gebracht, meine Einschätzung von euch zu ändern. Ihr konntet gerne in Limlock bleiben, wenn ihr das wollt, und die Zwerge ebenfalls. Aber eine Sache steht dennoch fest. Ich verweigere mich, eine ganze Kompanie Zwerge in meinem Dorf aufzunehmen. Es braucht sicher keine besondere Fähigkeit, um zu verstehen, dass es mir damit ernst ist. So, jetzt haben wir ja hier tonnenweise Kram. Kann ich die irgendwie... Ich will die halt jetzt nicht wegwerfen, weil ich vielleicht hoffe, dass ich die irgendwie nochmal gegen Punkte eintauschen kann. Aber vielleicht kann ich es auch nicht. Ich weiß es nicht. Genau, entkommen ist und seine Nachricht überbringen konnte. Wenn das stimmt, werden eure Zwerge bald vor den Toren von Gundabad stehen, um sich Gorga, dem Schonungslosen, im Kampf zu stellen. Ich wünsche euch viel Glück in dieser Schlacht. Ihr habt mehr Mitgefühl bewiesen, als ich von euch erwartet hatte, und ich möchte nicht, dass ihr euer Leben für eine Sache fortwerft, die zum Scheitern verurteilt ist. Allerdings kann ich euch in Person recht gut einschätzen. Eure Widerstandsfähigkeit und Erschlossenheit sollte man nicht unterschätzen. Vielleicht werdet ihr bei Gundabad doch siegreich sein, Millimark. Sprecht mit Gloin vor dem Hause von Limlock. Vor dem Haus in Limlock, als ob es nur ein Haus gäbe. Tekja ist nun auf dem Weg nach Skarhalt, um Durin vor dem neuen Herrscher von Gundabad zu warnen. Einer meiner Raben ist den Fallen der Ork-Bogenschützen entkommen, und so ist Tekja nun auf dem Weg nach Skarhalt, um Durin vor dem neuen Fürsten von Gundabad zu warnen. Ich glaube kaum, dass ihn das von seinem Kurs abbringen wird. Ihr habt gehört, mit welcher Leidenschaft er am Amboss der Winterschmiede gesprochen hat. Kein Ork-Anführer wird ihn davon abhalten, zu versuchen, Gundabad zurückzuerobern. Nicht einmal der Bruder von Marzok. Dennoch erfüllt unsere Nachricht einen wichtigen Zweck, denn er wird nicht blindlings zu den drei Gipfeln marschieren. Welche drei Gipfel? Also ich weiß, die Erweiterung heißt so, aber welche sind denn damit gemeint? Es gibt da draußen noch etwas, über das wir sprechen sollten, Millimark. Ich habe mich mit Imak und Venko unterhalten und sie wollen noch nicht ihre eigenen Wege gehen. Ich wollte wissen, was uns in Gundabad erwartet. Deshalb möchte ich sie ihre Fertigkeiten auf Vordermann bringen. Offenbar hat eure Einschätzung nicht ganz ihren Erwartungen entsprochen und nun wollen sie noch etwas tun, damit sie in Form kommen. Unsere Begleiter haben geraten, zur Schlucht von Sundergrot zu reisen. Ah, da müssen wir sowieso hin. Um unsere Fertigkeiten zu schärfen, wollt ihr euch uns anschließen? Der Sturm auf Gundabad wird uns allen abverlangen, was wir uns daher auf die Prüfung vorbereiten. Hä? Alles abverlangen. Wir sollten uns auf die Prüfung vorbereiten, die uns bevorstehen. Trefft euch mit Imak südlich der Schlucht, bezwingt Bilvis in Sundergrot, sammelt zurückgelassene Waffen bei Sundergrot, sprecht mit Venko auf dem grasbewachsenen Abhang von Sundergrot, sprecht mit Imak. Trefft euch mit Imak und sprecht mit Imak. Okay, ja, wie gesagt, die Aufgabe, die haben wir ja sowieso. Ich glaube, auch alle Aufgaben, die jetzt hier noch sind, ne?
also die wir noch machen müssen, die sind hier auch aufgezeigt. Das ist natürlich super. Sundergrot scheint auch das nächste zu sein. Wir gucken uns die ganze Sache hier mal ganz kurz an. Wir sind hier unten, Sundergrot ist hier drüben. Wir sollen aber auch noch hier an den Ort und hier an den Ort. Welcher ist denn das hier? Tockwist. Mhm. Ja, wie gesagt, erstmal Sundergrot und ich glaube, man muss hier irgendwie hier unten lang. Vermutlich. Wir werden sehen. So, besonders weit ist es nicht mehr. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon hier so in der Wildnis an diesen Berghängen. Und irgendwo hier müssten wir ja, ich glaube, auf Imak oder, ja doch, ich glaube schon, treffen. Mhm, okay. Ah. Gundabad-Wache. Wir sind schon alles Gundabad-Leute. Ist das hier Sundergrot? Eckwars. Hm. Sundergrot-Waffe. Das sollten wir ja sowieso holen, ne? Na dann. Denke ich mal, können wir ja auch genauso gut hier die Orks besiegen. Wie viel brauchten wir? Billwisse soll ich aber besiegen. Hm. Sammelt zurückgelassene Waffen. Tja, muss ich... Macht das denn überhaupt Sinn, euch hier zu bekämpfen? Na, ja, das ist ja kein Billwisse, das ist ja ein Ork. Da wird ja immer schön brav unterschieden. Erzählt er nämlich auch nicht. So, dann nehmen wir erstmal den hier noch. Der steht mir nämlich irgendwo. Das ist der Sapeur. Ist das vielleicht ein Billwiss? Ja, der Sundergrot-Soldat. Das ist doch auch ein Billwiss. Na, einer fehlt mir leider immer noch. Der war genau eine zu wenig dort. Schade. Na, wir sollen hier auf jeden Fall mal mit Venko reden. Ja, offenbar gibt es irgendwo noch ein anderes Lager. Da gibt es dann vielleicht noch mehr. Gemeinsam werden wir uns all unseren Widersachern stellen. Okay. Das klingt, als ob wir jetzt gleich angegriffen werden. Wenn dem doch so ist, dann möchte ich vorher gerne noch mal was essen. So, das hier war doch irgendwie so kritische Treffer und so ein Kram. Jawohl. So dämlichen Fledermäuse. Ich hasse dieses Zeug. Warum bewegen die sich immer? Ja, einfach mal da stehen bleiben würden, wo sie sind, müsste man ja nicht ständig gegen irgendwas kämpfen, was man nicht will. Weg jetzt mit dir. Ich war noch gar nicht fertig hier. So. Okay. Wer kommt da? Ah ja. Na, das wird es wohl nicht gewesen sein. Nee, habe ich mir schon gedacht. Oh, Venko sieht aber gar nicht so gut aus hier. Ah, ist hier wieder so ein blöder Dachs eingemischt. Er kämpft gegen den Dachs, ne, anstatt gegen das, wogegen wir eigentlich kämpfen. Venko brüllt triumphierend und... Geht auf der Suche nach weiteren Billwissen. Das waren keine Billwisse, dann hätten sie nämlich als Billwisse gezählt in meinen Counter. Tun sie aber nicht. So, ich befürchte, wir müssen jetzt irgendwie rüber. Okay, aber hier oben ist ja auch eine Brücke, dann können wir ja auch darüber gehen. Ich mache mich mal kurz unsichtbar. Gegen Berittene muss ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. So, hier ist eine Waffe. Das ist sehr gut. Wir haben Sundergrot gefunden. Hier ist unsere letzte Waffe. Die lustigen Kerlchen haben leider auch alle irgendwelche Ringe über dem Kopf. Das heißt, da geht jetzt gleich die nächste Aufgabe los. Aber es sind ja auch Billwisse hoffentlich mal. So, was ist das hier? Wir nehmen das erstmal an. Bevor wir jetzt haufenweise töten, die dann alle nicht zählen. Jetzt wieder einer eingemischt, der nicht dazu gehört.
20 Feinde in Sundergrot. Feinde ist ja immer alles. Okay, ich sehe hier auf der Brücke stehen aber noch ein paar andere Zwerge. Agathur, Rutzat und Naht. Vielleicht will der das gleiche ja. Durchsucht Eckwart. Okay. Ist das hier Eckwart? Das ist doch Sundergrot, dachte ich. Ich komme langsam durcheinander hier. Okay, wir machen uns unsichtbar. Trefft euch mit Imax südlich der Schlucht von Sundergrot, also über die Brücke. Und sprecht mit Imax auf der anderen Seite der Brücke. Hä? Okay, was auch immer. Der Klang von Bilvis Schreien hallt durch die Klippen bei Sundergrot. Riecht ihr das, Bilvisse? riecht ihr das? Die Bilvisse haben versucht, seit ihrer letzten Niederlage die Schlucht zu verstärken, Millimack. Aber meiner Nase können sie nicht entkommen. Ganz gleich, was sie auch tun, um ihren widerlichen Gestank zu überdecken. Imak hat offenbar seine Wahrnehmung in Sachen Geruch verbessert auf 91. Ich habe schon jetzt das Gefühl, meine Fähigkeiten verbessert zu haben. Die Reise nach Sundergrot hat sich also bereits ausgezahlt. Sprecht mit Venko südlich der Schlucht. Ah, sieh an, da sei er. Die Übung ist mein Schwertarm noch stärker geworden. Na, sehr schön, sehr gut. Mein Bester, wunderbar. Wenn sich die Bilvisse von Gundabad ebenso wenig wehren wie die von Sundergrot, werden die Zerruka ihre versprochene Heimat noch vor Ende der Woche haben. Und sie möchten fast behaupten, dass mein Schwertarm dank ihrer Übung noch stärker geworden ist. Nämlich auf 76, ist ja auch nur um eins besser. Gorga, der Schonungslose, ist für mich weniger als ein Nichts. Und schon bald wird er nur noch eine Erinnerung sein. Würde Prinz Ingor mir befehlen, mich ihm im Duell zu stellen, würde ich das sofort tun und zwar nur zu gerne. Ich würde sogar mit einer Axt gegen ihn antreten, wenn das der Wunsch meines Prinzen wäre. Ich glaube, den haben wir noch nie kennengelernt. Ich glaube, der spielt aber später noch eine recht wichtige Rolle. Sprecht mit Gloin südlich der Schlucht. Der ist auch besser geworden. Ich bin vielleicht alt, aber mit einem gewöhnlichen Bilvis aus den Bergen werde ich noch fertig und auch mit drei seiner Freunde. Gloin runzelt nachdenklich die Stirn. Haben Bilvisse überhaupt Freunde? Vielleicht sollte ich besser Verbündete, / A, sagen. Denn ich habe wenig Anzeichen für Freundschaft unter Arzogs Volk oder seinen Nachkommen erkennen können. Allerdings lassen ich auch meine Axt für mich sprechen. Und sie hat eine scharfe Zunge, schnell und mit spitzen Argumenten. Axtkampf also um eins verbessert. Oh, das war gut. Dann muss ich mir merken, und ihn Gimli erzählen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Aber hör zu, Millimack, nun, da wir wieder etwas in Form kommen können, konnten, gibt es noch etwas, das wir tun sollten, solange wir hier in Sundergrot sind. Sprecht mit Gloin und steigt mit ihm hinauf zum Gipfel über Sundergrot. Das klingt nach einer Instanz. Machen wir die jetzt noch? Ja. Ja, dann schneiden wir eben von davor viel raus. Sundergrot liegt ein Ort, der für die Langbärte von großer Bedeutung ist. Und ich würde ihn mir gerne ansehen. Okay, dann machen wir das doch. Vor langer Zeit endete der Grauhammer-Aufstand zwischen den schroffen Felsen des Gipfels über Sundergrot. Einen Moment. Der Aufstieg zu diesem hohen Ort hat mich einigermaßen erschöpft und noch sind wir nicht oben. Ich muss mich einen Moment lang ausruhen. Steigt zwischen den Felsen auf dem Gipfel des Sundergrot in nördliche Richtung weiter nach oben. Ich dachte, wir ruhen uns aus. Ich bin nicht müde. Ich könnte noch 100 weitere Stufen erklimmen. Und setzt sich. Ja. Eine hervorragende Idee, Imak. Millimak wird vorangehen. Ja, natürlich. Aber ich werde dem alten Langbart Gesellschaft leisten und während er rastet, hat er eigentlich noch gesagt und wir haben es nicht irgendwo sehen können. Trist pfeift der Wind um die Felsen, aber nichts anderes bewegt sich. Das ist schön. Ich will nicht, dass sich hier noch irgendwas anderes bewegt. Eine Tür. Eine Tür in einer Wand, die ungefähr 2 Meter lang ist. Nanju.
Snee. Die Verwehung bedeckt einen uralten Helm zwergischer Machart, der vor langer Zeit zerbrochen wurde. Ein zerbrochener Helm? Ah, aber nicht von hier aus, Imak. Ein zerbrochener Helm, ein solcher Fund ist nicht ungewöhnlich. Es war hier, wo Mozok den Verräter die Herrschaft über die Zwerge beanspruchte. Mozok, der Verräter. Es war hier, wo er seine Stadt errichtete im ersten Zeitalter dieser Welt. An diesem Ort haben Zwerge gegen Zwerge gekämpft und das Blut ihrer Brüder vergossen. Und, es kommt jemand. Wer? Doch wer sonst würde so hoch klettern wollen? Mein Prinz. Gloin, Millimak, ich sehe, dass euer Ziel auch das meine ist. Machen das hier mal aus. Welches Ziel meint ihr, mein Prinz? Natürlich, um den Gipfel des Sundergrot aufzusuchen, bevor der große Feldzug beginnt. Wo die Namen können wir auslassen. Ihr und eure Reisegefährten habt gute Arbeit geleistet, Millimak. Ich erhielt Gloins Nachricht bei Skarhalt, nicht lange nachdem er sie abgeschickt hatte. Denn seine Briefraben sind berühmt für ihre Schnelligkeit und der Vogel, den er ausgesandt hatte, war keine Ausnahme. Seine Nachricht von einem neuen Fürsten von Gundabad erfüllt mich nicht mit Furcht, sondern mit Vorfreude, denn kein Ork wird zwischen mir und meinem gewählten Pfad stehen, einerlei welche Abstammung. Ich ließ die Nachricht kopieren und zum einsamen Berg der Eisenbergen und zu den anderen Zwergenfesten nach nah und fern schicken. Meine Streitkräfte sammeln sich für den Marsch auf Gundabad und mit der Nachricht, die ihr bei euren Kundschaftsexpeditionen herausgefunden habt, sind alle vorgewarnt. Ich bin begeistert, das Bergheim zu erblicken und suchte keine Verzögerung, doch zuerst wollte ich hierher nach Sundergrot reisen. Hier war bezwang der erste Durin, der diesen Namen trug, den Usurpator Mozok, wodurch er seine Macht und seinen Anspruch, die Zwerge anzuführen, festigte. Auf dieser Reise hoffe ich, meinen Vorfahren näher zu kommen, um aus der Erinnerung an den, dessen Namen ich trage, Kraft für die bevorstehende Schlacht zu schöpfen. Ich gestehe, dass ich mit einer so steilen Klettertour nicht gerechnet hatte. Geht weiter nach Nordosten und steigt die herabgestürzten Säulen auf den Stufen hinauf, um auf die obere Ebene der Ruine auf dem Gipfel von Sundergrot zu gelangen. Anscheinend führt der Weg weiter nach Nordosten. Von den oberen Bereichen der Ruine vernehmt ihr Knurrgeräusche und das Flattern von Flügeln. Tue ich das? Ja, da hinten sehe ich da irgendwas. Muss das sein? Ja, beseitigt Bestien und Fledermäuse in den Ruinen oben auf dem Gipfel von Sundergrot. Okay. Untersucht die zerbrochene Zwergenklinge. Abgebrochene Klinge aus uralter Herstellung. Na komm schon. Diese Klinge ist von uralter Machart, dass sie vor langer Zeit zerbrochen sein muss. Von so uralter Machart, ja. Ich war nicht sicher, ob ich hierher kommen sollte. Kann man das so machen, dass man euch alle sehen kann? Mein Verstand sagte, geh nach Gundabad, säume nicht. Mein Herz aber sagte, es gibt einen Ort, den du sehen solltest. Zwei Stimmen und beide sagten etwas anderes. Boah, hier überlagert sich ständig die Struktur. Das sind die Stimmen aller Langbärte, mein Prinz. Sie haben jeden Durin vor euch angetrieben und nun sprechen sie gemeinsam zu euch.
Vielleicht, Gloin, das mag sein. Muss man in die andere Richtung. Ich bin froh, dass ich doch hierher gekommen bin. Zum Gipfel des Sundergrot. An diesem Ort empfinde ich meine Verwandtschaft mit Durin dem Ersten stärker denn je. Dieses Geflacker geht mir total nämlich auf die Nerven. Imag, Venko, kann ich jetzt bitte alleine mit Millimag sprechen? Und all die anderen? Na schön. Gut, ich werde hier sein, wenn ihr mich braucht. Millimag. Och, so viel Text. Dies ist eine einigermaßen heikle Angelegenheit und ich bitte euch dringend um Verschwiegenheit. Mehr will ich dazu nicht sagen, denn ich vertraue darauf, dass ihr so besonnen handeln werdet, wie es die Sache erfordert. Ich habe euch aufgetragen, den Überfalltrupp aus Gundabad zu finden und zu bezwingen, der das Volk zwischen den Quellen des Langflut in Gefahr gebracht hat. Und von Gloins Briefraben weiß ich, dass ihr Erfolg hattet. Aber eine Sache beschäftigt mich noch, die mir aus der Botschaft nicht ersichtlich wurde. Ich frage euch also, konnten Imag und Venko ihren Auftrag erfolgreich erfüllen? Hattet ihr irgendeinen Grund, ihre Loyalität anzuzweifeln? Kamen sie euch wie wohlmeinende Verbündete der Langbärte vor? Oder habt ihr unter der Oberfläche Adern der Illoyalität oder des Betrugs ausgemacht? Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Grauhammer-Aufstand vertraut seid, doch mein ganzes Volk kennt die Lektion des Gipfels von Sundergrot. Selbst unsere engsten Freunde konnten sich zum Verrat verführen lassen, so wie Motzok, der Verräter. Einst war er der beste Freund Durins, des Vaters der Zwerge, und doch stachelte er die Grauhammer-Armee zum Aufstand an und erhob Anspruch auf eine Herrschaft, die nicht die seine war. Durin der Erste vergalt ihm diesen Verrat mit dem Tod, obwohl Motzok einst sein engster Freund gewesen war. Ich würde nicht sagen, dass diese Zellruka oder dieser Starkaxt uns so nahe sind, Millimag. Ihr versichert Durin, dass ihr euch über die Vertrauenswürdigkeit oder den Erfolg eurer Gefährten kaum beklagen könnt. Dann will ich es auch nicht. Aber ich rate euch dennoch insbesondere auf den Zellrucker ein Auge zu werfen, denn sein Volk glaubt, es habe Anspruch auf Gundabad. Und ich will es nicht von den Orks zurückerobern, nur um es an diesen Zwerg aus dem Osten zu verlieren. Begleitet Durin auf der Straße nach Norden in den Krieg. Wie jetzt? In den Krieg jetzt? Ich bin bereit. Wie die Zwerge, die vor mir kamen, deren Namen ich jetzt trage. Ist mein Herz von einem edlen Ziel erfüllt. Ich habe meine Streitkräfte befohlen, ins ältesten Teil zu marschieren. Aber wir haben doch hier noch gar nicht alles gemacht. Sie warten jetzt auf mich. Das ist der nächste Ort. Sie warten jetzt auf uns, denn wenn ihr mich in den Krieg begleitet. Ja, ich weiß schon seit geraumer Zeit, dass mein Weg mich nach Gundabad führt. Ich werde an eurer Seite kämpfen, Durin. Ihr werdet meine Nase vielleicht noch brauchen. Was? Das wird Millimag euch sagen. Freunde und Verbündete, unser Weg führt nach Norden, ins Ältestental. Seid ihr bereit? Nee, ich würde gerne hier noch weiter questen. Wir schaffen hier bestimmt noch ein Level, bin ich ganz sicher. Also auf ins Ältestental, möge die Reise schnell und der Weg ereignislos sein. An ihrem Ende wartet der Sieg an den Toren von Gundabad. Ist damit aber die Inni zu Ende? Ah, wir sind hier immer noch in Heilignebel aber. Gucken wir mal ganz kurz wo. Wir sind ganz, ganz im Norden. Da geht es tatsächlich zum ältesten Tal. Ja, wir haben aber hier noch Aufgaben, hier noch Aufgaben, hier noch Aufgaben. Deswegen, wir werden hier definitiv erstmal weiter questen. Wie es scheint, ist uns das Glück hold. Die Reise verlief ohne besondere Vorkommnisse. Und doch können wir uns nicht ausruhen, denn uns erwartet Krieg und andere Gefahren. Aber keine Sorge, Ruhm und Sieg liegen in derselben Richtung. Bam. Ich befehligte den Aufbau eines Kriegslagers, von dem aus wir unseren Angriff führen werden. Aha. Auf Gundabad führen werden, suchen wir es.
Viele alte Zwergenfestungen liegen in den Ausläufern des ältesten Tals verstreut und meine Krieger haben gewiss einen von ihnen gewählt. Ich weiß nicht welcher, aber ich kenne die Namen, denen es erhalten wird. Anak Khufu, das Lager der Rückkehr. Denn ist dies nicht der erste Schritt in der Rückkehr meines Volkes in die Bergheimat? Wahrscheinlich liegt das Kriegslager nordwestlich von hier in einer der alten Zwergenfestungen. Betretet das Kriegslager Anak Khufu in einer der alten Zwergenfestungen. Das machen wir, aber das machen wir nicht jetzt, denn wie gesagt, wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Aufgaben hier. Eventuell werde ich selber schon mal vorreiten und mal gucken, ob da irgendwelche Stallmeister sind, die wir entdecken können. Aber an dieser Stelle ist die Folge für heute erstmal zu Ende. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen. Es wird ja auch schon wieder dunkel, eigentlich genau die richtige Zeit für uns zum Aufnehmen. Ein Like da lassen oder auch ein Abo für den Kanal. Mir fehlen noch ungefähr 50, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, 50, damit ich die, ich glaube, es sind 7000 voll kriege. Und das wäre toll, wenn wir das noch bis Ende des Jahres schaffen könnten. Also fleißig den Abo-Knopf drücken, weiterempfehlen, teilen, liken, kommentieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.